Applaus für die außergewöhnlich krasse Lichtstärke. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir zwei echte Blendenmonster. Das Leica Noctilux M 50mm, einmal das aktuelle mit der Blende 0,95 und das Vorgängermodell mit Blende 1,0. Wahnsinn! Ich zeige dir ein paar Szenen, die ich mit den beiden Objektiven gefilmt habe. Ich zeige dir natürlich Beispielfotos, die du dir auch wieder runterladen kannst. Und ich werde die beiden Objektive miteinander vergleichen. Bleib dran! Dieses Video entstand unter der Zusammenarbeit mit Foto Görlitz, dein Partner für hochwertige Kameras und Zubehör. Jeder Fotograf, egal ob Profifotograf oder Hobbyfotograf, der auch überhaupt nichts von Leica versteht, kennt aber mindestens dieses Objektiv. Wahrscheinlich ist es sogar das bekannteste Leica-Objektiv, ich weiß es nicht, behaupte ich jetzt einfach mal, weil so ging es mir. Ich habe angefangen zu fotografieren, hatte keine Ahnung, wusste auch überhaupt nicht, was Leica ist, aber ich wusste, da gibt es doch ein 50mm Objektiv mit der Blende 0,95 für gefühlt 100.000 Euro. Nee, ganz so teuer ist es natürlich nicht, aber das wusste ich und ich habe natürlich davon geträumt, ne? Weil das will man einfach haben als Fotograf, mal ehrlich. Ne? Ganz egal, ob man das jetzt tatsächlich nutzen würde für seine Jobs oder für die Freizeit oder was auch immer. Aber man will es doch haben, oder? 0,95? Wahnsinn. Wir reden natürlich von dem Leica Noctilux, von dem 50mm. Es gibt das Noctilux auch als 75mm. Darüber habe ich schon ein Video gedreht. Schau es dir an. So, und das 50mm gibt es in drei verschiedenen Generationen. Das erste hat die Blende 1.2. Das wurde gebaut von 1966 bis 1975. Relativ lange, aber das Objektiv ist sehr selten und unglaublich teuer. Also wenn du so eins hast und nicht weißt, was das wert ist, herzlichen Glückwunsch. Wenn du so eins hast und weißt, was das wert ist, auch herzlichen Glückwunsch. So, die zweite Generation ist das 50mm mit Blende 1.0. Das haben wir hier. Das wurde bis 1994 gebaut. Also noch komplett für analoge Kameras. Leica M6 zum Beispiel. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Angucken. So, und die aktuellste Version ist das 50mm mit Blende 0,95. Wahnsinn. Jeder, der ein solches Objektiv besitzt, der spricht davon in Engelzungen. In den höchsten Tönen. Und ganz ehrlich, wer so viel Knete für ein Objektiv ausgegeben hat, was soll der denn sonst sagen? Ne? Du kriegst dafür auch so manches Auto. Was soll man denn sonst sagen? Natürlich redet man in den höchsten Tönen davon. Tali und ich, wir sind Hochzeitsfotografen und wir haben auch noch nie gehört, dass ein Brautpaar gesagt hat, die Flitterwochen waren total blöd. Wir haben hier 7.000 Euro für Malediven bezahlt, das war blöd. Das sagt keiner. Ne? Wenn du viel Geld in etwas investierst, dann ist es natürlich auch unfassbar gut. Ganz ehrlich, du hast, wenn du eins von diesen Objektiven besitzt, besonders das 0,95er, dann hast du natürlich immer ein Totschlagargument. Ne? Wenn du in einen Raum kommst und dann erzählt dir ein Fotograf von seinem Sigma 50mm Art und er schwärmt in den höchsten Tönen und dass das das beste und schärfste Objektiv ist. Und dann sagst du einfach, du hast ja keine Ahnung, wie gut mein Noctilux ist. Und dann gehst du einfach aus dem Raum. Totschlagargument, weil es kann halt einfach niemand nachprüfen. Das Objektiv ist so teuer und so selten. Es besitzt halt keiner. So, also die wenigsten besitzen es. Ja, es ist Wahnsinn, was es für ein Mythos um dieses Objektiv gibt. Und ob da wirklich was dran ist und wie gut es wirklich ist, das werde ich heute in meinem Erfahrungsbericht rausfinden. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie teuer die Objektive sind, was man investieren muss, um so ein Objektiv zu besitzen. Da haben wir das gute Stück schon und ihr seht, ja, 10.628 Euro kostet das Noctilux neu im Leica Store. Ein Wahnsinnspreis, aber was wirklich genial ist. Also ganz ehrlich, ihr könnt das Objektiv auf Wunsch auch in Silber kaufen. Da sind wir dann bei, ja, fast 11.000 Euro. Ihr könnt ja auch eine Leica M in Silber kaufen, ne? In Schwarz und in Silber. Und dann habt ihr euch für die Silberne entschieden und dann könnt ihr für die wahrscheinlich schönste Kamera der Welt, könnt ihr euch das Objektiv auch noch passend in Silber kaufen. Das ist einfach nur
Das ist Premium. Und dann nicht nur irgendein Objektiv, sondern das 50mm 0,95 für knapp 11.000 Euro. Also das ist dann wirklich Luxus und einfach nur genial und wunderschön. Wir schauen einfach mal, was die Objektive denn gebraucht kosten bei Fotogirlitz. Hier seht ihr schon das Leica Noctilux 50mm 1.2. Von dem hatte ich euch erzählt, das ist die erste Version von 1967. Da haben wir einen Preis hier von fast 40.000. Ja, das ist krass. Schauen wir mal, was das 50er 0,95 gebraucht kostet. So, hier geht's los. 7,5. Ja, immerhin. Sind schon mal 3.000 Euro günstiger. Okay, und das Noctilux 1.0. Da gibt es oder gab es verschiedene Versionen von. Das wurde auch recht lange gebaut. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man haben möchte. Aber es geht los bei 5,6 und geht dann hoch bis 6,5, oh, sogar bis 7. Ist der Preis ein Argument, sich für das eine oder für das andere Objektiv zu entscheiden? Meiner Meinung nach überhaupt nicht. Weil, wenn du bereit bist, 6.000 Euro für ein Objektiv auszugeben, so ganz grundsätzlich, dann bist du auch bereit, 7.500 für ein Objektiv auszugeben. Ganz ehrlich. Ne? Also da wird keiner sagen, ja 6.000, her damit, Schnäppchen, 7,5, bist du bekloppt? Das wird keiner sagen. Ne? Also entweder bist du bereit, so viel Geld für ein Objektiv auszugeben oder nicht. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja dann ist das doch ein klarer Fall, dann spare ich lieber ein bisschen länger, kaufe mir die neuere Version, lege ein bisschen Geld drauf und habe dann halt gleich das 0,95er. Nein, ganz so einfach ist es nicht, denn die beiden Objektive sprechen schon sehr deutlich unterschiedliche Fotografengruppen an. Und da entscheidet dann unterm Strich einfach der persönliche Geschmack. Dazu kommen wir noch. Ich will euch jetzt erstmal zeigen, was ihr für das Geld bekommt, also rein optisch. Zeit für eine Kaffeepause. Mit den besten Cafés einer familiengeführten Rösterei. Kofi. So, es wird langsam langweilig, wenn ich sage, dass Leica-Objektive einfach bombastisch verarbeitet sind. Ne? Darum erwähne ich das hier einfach nur mal kurz. Beide Objektive sind bombastisch verarbeitet. Punkt. Von der Größe her oder vom Gewicht. Beide Objektive sind ziemlich schwer. Ich kann euch auch gar nicht sagen, welches schwerer ist. Das fühlt sich sehr gleich an. Es sind keine Leichtgewichte, ne? Also mit einer Leica M liegt das jetzt alles nicht so ganz gut in der Hand, aber es ist noch okay, man gewöhnt sich dran. Trotzdem groß und schwer. Ihr seht, die ältere Version ist eine ganze Ecke kleiner. Wir haben eine Sonnenblende. Die Sonnenblende ist fest verbaut und die könnt ihr auch nicht einrasten, die schiebt man einfach nach vorne und dann bleibt die so. Oder halt nicht. Wir haben den Blendenring. Der Blendenring geht von Blende 1 bis Blende 16. Und das hört sich so an. Bei beiden Objektiven nervt mich das erste Mal die Blende nicht. Ich habe das oft kritisiert in meinen anderen Videos, dass man beim Fokussieren oft aus Versehen die Blende verstellt. Ist mir hier, glaube ich, nie passiert. Ich glaube, ich kenne auch den Grund, weil das Objektiv habe ich meistens im Naheinstellbereich verwendet. Die Naheinstellgrenze liegt bei einem Meter und irgendwo zwischen einem Meter und 2 Meter, 2,50, irgendwie so in dem Bereich. Und ihr seht, das Objektiv fährt leicht rein und raus. Und wenn ich in Richtung Naheinstellgrenze gehe, dann ist die Distanz zwischen dem Blendenring und dem Fokusring am größten. Und deshalb kommt man dann hier gar nicht dran. Der Fokusring, da ist kein Spiel, da wackelt nichts. Ich meine, das Objektiv ist jetzt auch schon ziemlich alt. Das ist einfach bombastisch. Und das wird auch noch genauso in 20 Jahren funktionieren, da bin ich mir sicher. Was hier ein bisschen nervt, ihr könnt, ja gut, zum einen könnt ihr natürlich sehr exakt fokussieren. Zum anderen müsst ihr total viel drehen. Also von der Naheinstellgrenze bis zum Unendlichkeitsbereich, das ist eine Weltreise. Also da ist man jetzt nicht wirklich schnell. Und das aktuelle mit Blende 0,95. Auch hier haben wir eine fest verbaute Sonnenblende. Die könnt ihr hochziehen und einrasten. Auch hier die Blende geht von 0,95 bis Blende 16. Hört sich so an. Sitzt ein bisschen labberig. Ist beim alten irgendwie knackiger. Was bei dem neuen tatsächlich wesentlich besser ist, der Weg von der Naheinstellgrenze, die auch bei einem Meter liegt, bis zum Unendlichkeitsbereich ist viel kleiner. Also man kommt mit einem Durchgang rum.
Also man kann relativ schnell mit diesem Objektiv arbeiten. Kommen wir endlich zur Praxis. Tali und ich, wir hatten ein Shooting zusammen und es gab 4 verschiedene Outfits, 2 verschiedene Locations und der Kunde hat gewünscht, dass alle Bilder im Sonnenuntergang entstehen. Das heißt, das war an einem Tag einfach nicht machbar. Darum haben wir das aufgeteilt und ich habe es dann so gemacht. An Tag 1 habe ich das Nocti 1.0 verwendet und am zweiten Tag das Nocti 095. Es gibt zu dem Shooting einen kleinen Trailer, ein kleines Video. Fast alle Szenen habe ich mit diesen beiden Objektiven gedreht und ich zeige euch den Trailer jetzt einfach mal. Film ab! Seagulls were dancing all around. I woke up with a sunrise on the sea. Such a precious gift to me. The salty breeze and the waves. The mountain rap. Ja, du hörst richtig. Ich habe fast alle Szenen mit den beiden Objektiven gedreht. Wie das? Kann die Leica M plötzlich filmen? Nein, außer die Leica M240. Und genau die M240 habe ich zurzeit zu Hause. Ich habe keine M10 zur Verfügung. Ihr wisst es, ich liebe meine M240. Für privat und für den Urlaub und für zum Rumknipsen ist die ein Traum. Aber für ein professionelles Shooting ist die Kamera einfach nicht geeignet. Das muss man einfach klar sagen. Ihr habt die Szenen gesehen. Ganz viel Bewegung. Tali springt da durchs Feld. Es passiert sehr, sehr viel in kurzer Zeit. Und das kann die M240 einfach nicht. Wir haben einen Tag vor dem Shooting, sind wir schon mal zur Location gefahren, um so ein paar Testbilder zu machen. Und ich hatte die M240 dabei. Tali ist da durchs Feld gesprungen und ich stand da frustriert und habe gewartet, dass der Puffer meiner Kamera endlich leer wird. So kann ich nicht arbeiten. Das funktioniert nicht. So, und mit der M10 wäre das gar kein Problem gewesen, nur die M10 habe ich halt nicht. Schade. Darum habe ich einfach mit einem Adapter von Leica M auf Sony gearbeitet. Und ich habe die beiden Objektive einfach an meine Sony geschraubt. So einfach geht das. Ich habe eine A7 R Mark III und die normale Mark III. Jetzt schreien natürlich schon die ersten auf, ja, dann sind aber die Farben anders und so weiter. Ja, kann sein. Ich habe ja noch Testbilder mit der Leica gemacht, die könnt ihr euch runterladen, die RAWs könnt ihr euch runterladen und dann könnt ihr mal gucken und könnt die beiden Objektive miteinander vergleichen. Wenn du meinem Kanal schon länger folgst, dann weißt du, dass ich schon Erfahrung habe mit einem 50mm Blende 0,95, nämlich mit dem Canon. Dreamlens auch genannt. Es gibt einige Menschen, die bauen sich das Canon-Objektiv auf Leica M um. Und wenn du überlegt hast, dir das Canon-Objektiv zu kaufen, um Geld zu sparen, dann musst du eine Sache wissen. Das Canon-Objektiv, wenn du Fotos damit machst, dann wunderst du dich total oft, wo die ganzen Lensflares herkommen. Warum ist das Bild voller Lensflares? Die Sonne scheint doch überhaupt nicht. Und dann merkst du, oh, 10 Meter entfernt, da steht ja ein kleines Teelicht und das leuchtet. Übertrieben gesagt. Also du wunderst dich tatsächlich, dass jede noch so kleine Lichtquelle, die von irgendwo kommt, gleich zu einer Lensflare-Explosion führt. Das Canon-Objektiv ist interessant, sehr, sehr interessant für Filmer. Oder wenn du 90% deiner Aufnahmen, die machst du mit deinem richtigen Objektiv, und 10% deiner Aufnahmen, da holst du dann das Canon-Objektiv raus. Ne? So richtig fürs Herz, nochmal so ein paar Special Effects. So würde ich es ungefähr einordnen. Die beiden Noctis, damit machst du 90% deiner Fotos. Damit kannst du auch 100% deiner Fotos machen. Die sind wirklich gut. Die haben eine Top-Abbildungsleistung. Und du kannst die qualitativ nicht vergleichen mit dem Canon. Ich spreche zuerst über das ältere Objektiv mit der Blende 1.0. Weil das war tatsächlich das erste Objektiv, das ich ausprobiert habe von den beiden. Ich habe mir sofort dieses hier geschnappt, bin in den Garten gegangen, habe irgendeine Blume fotografiert und ich war
schon auf dem Kameradisplay komplett begeistert, weil das Bokeh oder beziehungsweise die Freistellung einfach brutal schön ist. Also ich finde es gar nicht so spannend, wenn das Bokeh einfach nur matschig ist. Ne, wenn das einfach nur eine komplett unscharfe Fläche ist. So sehen halt die meisten modernen Objektive aus. Ich finde es schön, wenn das Bokeh noch so eine gewisse Zeichnung hat. Also das, was man heute wahrscheinlich als unruhiges Bokeh bezeichnen würde, das finde ich toll. Ne? Weil so sahen früher halt die meisten Objektive aus. Das ist halt so ein analoger Bildlook und das finde ich wunderschön. Und das Objektiv mit der Blende 1.0 hat auch so ein eingedrehtes Bokeh an den Bildrändern. Der Bereich, wo ihr scharf gestellt habt, der ist nicht zu scharf und nicht zu unscharf. Also man kann bei Blende 1.0 jetzt nicht von einem knackscharfen Bild reden, aber es ist halt auch nicht wirklich unscharf. Es ist halt soft. Es ist ein softer Bildlook. Richtig, richtig toll. Bei Gegenlicht habt ihr das ganze Bild voller schöner Lensflares, aber so, dass es nicht stört. Richtig toll. Ich bin einfach begeistert. Was soll ich sagen? Wenn ich Wörter finden müsste für dieses Objektiv, dann würde ich sagen, der Bildlook ist sehr harmonisch. Der Bildlook ist sehr schmeichelnd. Sehr hautschmeichelnd. Ja, und einfach wunderschön. Was soll ich machen? Ich habe so viele Objektive schon ausprobiert. Und es kommt oft vor, dass ich sage, das Objektiv ist echt gut. Aber es kommt selten vor, dass ich komplett begeistert bin. Und das ist hier der Fall. Also wenn du so eins hast, dann gib es bitte für kein Geld der Welt her. Vielleicht steigt es ja auch weiter im Wert, ne? Wer weiß. Sprechen wir über das aktuelle Noctilux mit Blende 0,95. Dieses Objektiv hat tatsächlich noch mehr Freistellung. Das Bokeh hat deutlich weniger Zeichnung und ist einfach sehr, sehr cremig. Ein wahnsinnig cremiger Bildlook. Faszinierend. Ihr habt noch weniger Vignettierung, weniger Lensflares. Es ist wirklich beeindruckend. Ihr habt Blende 0,95 und fotografiert direkt in die Sonne. Eine tiefstehende Sonnenuntergangssonne. Und ihr habt kaum Lensflares. Wirklich, wenn man, ich komme nochmal auf das Canon zurück, wenn man das Canon Dreamlens Objektiv mal in der Hand hatte und damit fotografiert hat, dann kann man nicht glauben, dass ein Objektiv so gut sein kann mit Blende 0,95 wie dieses hier. Das Objektiv ist auch viel schärfer als das 1.0er. Ne? Übrigens, wenn ihr euch die Testbilder runterladet, es kann gut sein, dass Lightroom euch anzeigt, dass die Bilder irgendwie mit Blende 3 oder 4 oder 5 aufgenommen wurde. Das wird halt einfach nicht richtig synchronisiert. Ne? Darum, ihr könnt sicher sein, alles wurde mit Offenblende aufgenommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Testbilder, die ich ausgewählt habe, dem wirklich gerecht werden. Da müsst ihr mir einfach glauben. Ich habe die Objektive jetzt seit 3 Wochen und habe sehr viel damit fotografiert. Es ist wirklich schwer, jetzt einfach 2, 3 Fotos auszuwählen, die das zeigen, diesen kompletten Eindruck von 3 Wochen. Ne? Also da müsst ihr mir einfach glauben. Dieses Objektiv ist qualitativ wesentlich besser. Und das merkt ihr nicht erst am Computerbildschirm, sondern das merkt ihr schon am Kameradisplay. Welches von den beiden Objektiven würde ich mir kaufen? Ich sag mal so, wenn ich nichts von der Existenz wüsste, von dem Vorgängermodell mit Blende 1.0, ich hätte das 0,95er vor mir und ein 50mm 1.4, dann würde ich natürlich dieses haben wollen. Weil Blende 1.4 oder Blende 0,95, das ist nochmal ein krasser Unterschied. Im Bildlook, aber auch einfach in der Handhabung. Aber da ich weiß, dass es das Vorgängermodell gibt mit der Blende 1.0, fällt die Entscheidung ehrlich gesagt ziemlich einfach und ich würde dieses nehmen. Heißt das deshalb, dass das 0,95er schlecht ist? Nee, überhaupt nicht. Das ist sogar besser, ne? Ganz klar. Aber wie erkläre ich es euch? Nehmen wir den aktuellsten Porsche 911 Turbo. Ein sauschnelles Auto mit krassen elektronischen Helfern und Launch Control und ABS und ESP und alles, was geht. Und dann gibt es halt auch einen Porsche Turbo aus den 80ern. Und der hat vielleicht nicht mal eine Servolenkung, der hat keine ABS, der hat eine Handschaltung und ihr müsst noch so richtig Auto fahren können, um schnell zu sein. Und natürlich kann der alte technisch gesehen mit dem neuen nicht mithalten, aber beide begeistern. Und zwar begeistern beide unterschiedlich. Und da kommt dann der persönliche Geschmack ins Spiel. Wenn du ein Fotograf bist, eine Fotografin bist und dir das perfekte Bild sehr wichtig ist, also möglichst scharf, möglichst wenig Vignettierung, möglichst wenig Bildfehler und so weiter, dann musst du das 0,95er nehmen.
Wenn du aber ein Fotograf bist, eine Fotografin bist und dir Charakter sehr wichtig ist, man sagt immer Charakter, Charakterfotos. Was bedeutet Charakter? Ein Mensch, der Charakter hat. Jeder Mensch hat Charakter, aber das ist vielleicht etwas, was einen Menschen nochmal irgendwie hervorhebt. Der hat vielleicht eine Macke. Der hat vielleicht eine ganz komische Lache. Und deshalb bleibt er im Gedächtnis. Also irgendetwas, das anders ist. Und dieses Objektiv ist einfach anders. Man sieht die Bilder und weiß, dass die Bilder mit diesem Objektiv gemacht wurden. Und das ist einfach schön. Das ist einfach Wahnsinn. Ich möchte dieses Objektiv haben. So, ihr Lieben, das war mein Erfahrungsbericht zu dem Noctilux 50mm 1.0 und 0.95. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir mal einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis bald und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch noch so wünscht. Weil langsam habe ich schon echt viele Leica-Objektive ausprobiert. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber schreibt mal in die Kommentare, was euch interessiert. Ciao!